Liebe Studierende, liebe Mitglieder der medizinischen Fakultät, liebe Interessierte, Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, wir wollten um 12 Uhr auf Sendung sein, sind jetzt fast mit dem akademischen Viertel unterwegs. Ich darf Sie trotzdem sehr, sehr herzlich begrüßen, gemeinsam mit Bernhard Hirt, dem Hausherr hier in der COMT. Heute starten wir mit einem neuen Format der Covid-Ring-Vorlesung auf der einen Seite, dann gefolgt mit einem Lunch Talk und wir wollen das Thema Covid hier mit Expertinnen und Experten der Universitätsklinik gemeinsam dann auch bearbeiten im nächsten Semester. Wir haben eine Reihe von Themen, wir werden sie gleich auch bei Herrn Nissas Maleks dann auch Präsentation sehen und ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass Herr Hirt und ich mich bei diesem Format in den nächsten Wochen abwechseln werden. Und was uns besonders wichtig ist, ist, dass Sie im Anschluss tatsächlich auch Ihre Fragen formulieren und wir die Möglichkeit haben, mit den jeweiligen Experten diese Fragen dann auch vorzuklären. Da wir schon ein bisschen zeitlich hinterher sind, möchte ich jetzt gerne kurz unseren heutigen Gast hier einführen. Professor Nissa Malet ist seit Oktober 2015 geschäftsführender Direktor des Departments für Innere Medizin hier am Universitätsklinikum. Er ist bereits seit 2011 Chef der Gastroenterologie hier in unserer medizinischen Klinik und auch Sprecher des Zentrums für personalisierte Medizin. Er ist Krebsexperte, war viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen an der Medizinischen Hochschule in Hannover tätig und hatte auch einen längeren Auslandsaufenthalt in Seattle hinter sich. Er ist aber heute in einer ganz besonderen Funktion auch hier bei uns. Er ist nämlich der Chef der Taskforce Covid hier am Universitätsklinikum und hat deshalb, glaube ich, wie kein anderer über die letzten Wochen hier die Erfahrung mit dieser für uns alle neuen Erkrankung gemacht. Und von daher, Nissa, freuen wir uns jetzt sozusagen aus sehr berufenem Munde und sicher aus der Expertensicht in das Thema eingeführt zu werden. Wir freuen uns auf deinen Vortrag und dann auf die anschließende Diskussion. Ja. Vielen Dank fürs Kommen schon mal. Ja. Stefan, vielen herzlichen Dank für die nette Einführung und Gratulation zu dem gelungenen Format dieser Ringvorlesung. Ich glaube, es ist natürlich ein sehr wichtiges und zeitgemäßes Thema, das wir da im Moment besprechen müssen miteinander. Ich werde nur sehr kurz auf die allgemeinen Punkte im Rahmen der Viruserkrankung hinweisen. Insbesondere jetzt natürlich auf das Virus zunächst. Ich glaube, vieles von dem wissen Sie auch schon. Wir haben es mit einem neuen Virus zu tun, das erst im letzten Jahr überhaupt entdeckt wurde, überhaupt aufgetreten ist. Und dieses Virus hat viele Ähnlichkeiten mit anderen Coronaviren, die in den letzten Jahren aufgetreten sind, beziehungsweise auch schon seit einigen Jahrzehnten endemisch sind, aber nicht diese Art von schwerer Erkrankung machen. Sie haben vom SARS und natürlich auch vom MERS-Coronavirus gehört, zwei anderen Viruserkrankungen, die in den letzten Jahren zu erheblichen Todesraten auch geführt haben in den betroffenen Gebieten und bei den betroffenen Patienten. Das neue Virus SARS-CoV-2 ist also etwas, was wir gerade erst entdeckt haben. Und dem trägt ja auch die Ringvorlesung, die Herr Zipfel und Herr Hirt jetzt hier zusammengestellt haben, Rechnung. Ich will da gar nicht durch die einzelnen Punkte gehen. Sie sehen, dass also die Problematik hier erschöpfend behandelt werden wird. Ich werde heute im Wesentlichen über die klinische Problematik sprechen, auch ein bisschen natürlich jetzt aus unserer praktischen Erfahrung der letzten Wochen. Wir haben ja hier die einmalige Gelegenheit gehabt, tatsächlich eine Erkrankung sozusagen neu kennenzulernen. Eine Erkrankung, die es vorher nicht gegeben hat. Und alles, was wir tun, ist immer natürlich eine Mischung aus Erfahrungen, die wir machen, die andere gemacht haben, aus neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die dann auch ganz kurzfristig publiziert worden sind. Und um gleich mal in das Thema einzusteigen, Sie sehen hier den Zeitkurs einer typischen Infektion.
den Beginn der Symptome am Tag 0 und dann eben eine längere Phase des Krankseins von 5 bis 7 Tagen etwa. Das ist also nach der Inkubationsphase bereits, in der das Virus also den Patienten infiziert hat, sich dann dort vermehrt und dann eben in dieser ersten Phase zu Symptomen führt. Und dieser Verlauf der ersten Phase, der kann sehr unterschiedlich sein. Er kann sein, der Patient merkt fast gar nichts, wir kommen gleich nochmal darauf, oder er wird halt dann tatsächlich so krank, dass er etwa nach einer Woche ins Krankenhaus aufgenommen wird, nach allem, was man bislang so weiß. Dann kommt es zu diesem erheblichen Einbruch der Lungenfunktion bis hin zum ARDS, also zum Acute Respiratory Distress Syndrome und dann möglicherweise auch der Intensivpflichtigkeit und gegebenenfalls dem Tod des Patienten. Diese Verläufe, diese unterschiedlichen Verläufe sind hier nochmal mit diesen Blöcken mild, moderate, severe und critical abgebildet, die also zeigen, dass die meisten Patienten, das sind die dicken Pfeile, sich erholen, dass aber durchaus auch Patienten aus dem milden oder mittelschwer erkrankten Segment sich so stark verschlechtern können, dass eine Hospitalisierung möglicherweise eben auch dann eine intensivmedizinische Behandlung notwendig ist. Diese Verläufe sind relativ stabil. Die meisten Patienten mit milder Erkrankung, moderater Erkrankung bleiben auch so, erholen sich komplett von der Erkrankung, aber es gibt eben auch diese anderen Möglichkeiten. Wie ist das sozusagen pathophysiologisch einzuteilen? Eigentlich sehr ähnlich wie bei anderen Erkrankungen. Die SARS-CoV-Infektion wird ja, COVID-19-Infektion wird ja heute häufig verglichen mit der Influenza-Infektion, also einer ersten Phase der Erkrankung, die jetzt hier auf der linken Seite abgebildet ist, der Viral Response Phase. Der Organismus reagiert auf die ablaufende Virusinfektion, auf die Replikation des Virus. Zuerst der Befall der Schleimhaut im Rachen, dann das Fortschreiten der Infektion mit Befall der Lungenzellen. Und Sie sehen, dass dann diese erste Phase, diese Virus Response Phase, mit diesen milden Symptomen, aber durchaus auch mit Fieber, mit trockenem Husten, manchmal mit Diarrhoe, doch ein signifikanter Teil der Patienten hat eine Durchfallerkrankung, Kopfschmerzen und so weiter einhergeht. Und dann kommt eben dieser Übergang von der Virusphase zur Phase, bei der der Körper anfängt, der Organismus anfängt, sich gegen das Virus zu wehren. Und wahrscheinlich ist es die Intensität dieses Wehrens gegen das Virus, der Versuch der Abwehr des Virus, der dann die Schwere der Erkrankung doch ganz erheblich mit beeinflusst. Und das ist das, was wir hier als Inflammatory Response Phase bezeichnen. Hier wird also dann werden also die Lungenveränderungen schwerer. Es kommt also auch zu den Veränderungen in den Röntgenbildern, das werden wir gleich noch sehen. Und wir werden dann auch möglicherweise streitet die Erkrankung dann fort über diesen Zytokinsturm und das häufig begleitende ARDS zu einer intensivpflichtigen Erkrankung. Wir haben dann rasch, als wir diese Patienten das erste Mal behandelt haben, haben wir einen Score eingesetzt, der, glaube ich, die wichtigsten Punkte doch zusammenfasst. Und zwar hier ein Score, der sich zusammensetzt aus der Sauerstoffsättigung. Ganz wichtiger Punkt ist die Atemfrequenz. Sie sehen das oben, Respiration Rate, die also bei vielen dieser Patienten schon bei Aufnahme zwischen 20 und 24 Atemzügen pro Minute gelegen hat. Der Sauerstoffsättigung, der Herzfrequenz. Und aus diesen verschiedenen doch objektivierbaren Werten kann man dann also einen Punktwert zusammenrechnen. Und diesen Punktwert können wir dann verwenden, um uns sozusagen darüber ein Bild zu verschaffen, in welche Richtung die Erkrankung sich fortsetzen wird. Wird es so sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine intensivmedizinische Behandlung brauchen, klein sein? Oder wird die, wie das hier bei den unteren Skalen dargestellt ist, hoch sein? Also bei Punktwerten über 7, und wir hatten Patienten auf unserer Normalstation von Punktwerten über 9, da können Sie sich vorstellen, das sind Patienten, die praktisch jederzeit so schlecht werden können mit der Sauerstoffsättigung, mit der Atemfunktion, mit der Herzfunktion, dass also eine Übernahme auf die Intensivstation
nötig ist. Und wir haben ja zu Beginn der Epidemie von unseren stationären Patienten fast 30% dann auch auf die Intensivstation verlegen müssen. Das ist nicht untypisch für solche Infektionserkrankungen, dass gerade am Anfang der Infektionsgeschehen die schwächsten Patienten, die das höchste Infektionsrisiko hatten, auch den schwersten Verlauf zeigen. Und dann sieht man also im Verlauf der Erkrankung diese ganz typischen Lungenveränderungen, die hier also abgebildet sind in der linken oberen Ecke. Der schwere Verlauf, gekennzeichnet durch diese peripheren Infiltrate in den Computertomografien. Sie sehen das dann auch in dem Röntgenbild im oberen Block. Und unten ein schwerer Verlauf. Und wenn Sie sich das Bild C und das Bild D einmal anschauen, das ist etwas, was Sie von einem Tag auf den anderen erleben können. Sie sehen durchaus, dass wir hier jemanden haben, der am Tag 8 oder 9 noch ein Röntgenbild oder eine Computertomographie bei C zeigt und dann einen Tag später ein Bild wie bei D, also mit diesen großflächigen Infiltraten in beiden Lungen, mit diesen peripher betonten Infiltraten. Und wir sehen gleich noch ein Bild aus der Lunge von einem obduzierten Patienten, bei dem man das sieht. Auch das Herz ist hier betroffen. Kollegen aus der Kardiologie werden den Herzbefall ja nochmal genauer beschreiben, dann in einer der nächsten Vorlesungen. Das hängt damit zusammen, dass der Rezeptor für das SARS-CoV-2, der ACE2-Rezeptor ist, den kennen Sie, Angiotensin-Converting-Enzyme-2-Rezeptor, der ja in der Blutdruckregulation eine große Rolle spielt. Dieser Rezeptor wird unter anderem eben an Lungenepithelien exprimiert, der wird aber auch an anderen Epithelien exprimiert, zum Beispiel auch in der Leber, in den Gallenwegen. Und der ist für die Aufnahme des Virus essentiell. Und wahrscheinlich wird auch ein Teil des Herzphänotyps, den wir sehen, durch den direkten Befall des Herzens ausgelöst. Und das hat auch eine große Konsequenz für den Patienten. Wir hatten in unserem klinischen Management von vornherein, von Tag 1, einen permanenten Konsildienst durch die kardiologische Abteilung des Hauses auf unserer Infektionsstation. Alle Patienten, die dort gesehen wurden, wurden eigentlich auch von einem Kardiologen gesehen, weil wir bei sehr vielen Patienten EKG-Veränderungen gesehen haben, bei sehr vielen Patienten Arrhythmien gesehen haben, Troponinerhöhungen, eine akute Herzinsuffizienz. Also die Herzbeteiligung, gerade bei diesen betagten, vorgealterten oder vorgeschädigten Patienten, ist ein ganz wichtiger prognostischer Faktor und wahrscheinlich sind die also am stärksten am Herzen mitreagieren, auch die den schlechtesten Verlauf haben. Blutwerte sind natürlich für Internisten immer ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt einige sehr wichtige Veränderungen bei den Blutwerten. Ich habe hier jetzt mal einen rausgehoben, das ist die Lymphozytenzahl. Diese Lymphopenie ist ganz typisch für diese Erkrankung, weil sie möglicherweise wird sie ausgelöst durch einen direkten Befall von Lymphozyten durch das Virus. Wahrscheinlich ist sie aber auch Teil der Immunreaktion des Gesamtorganismus. Weitere wichtige Werte sind zum Beispiel der Anstieg der D-Dimere, der auf eine disseminierte Koagulation in diesen Patienten hinweist und auch Veränderungen bei löslichen Zytokinen wie dem IL-1 und dem IL-6. Ich hatte gerade schon gesagt, der Verlauf der Erkrankung, 7 Tage zu Hause, dann Hospitalisierung, dann Einbruch der Lungenfunktion, Verschlechterung des Röntgenbildes, wie gerade gezeigt, oder der Computertomographie und dann möglicherweise der Übergang in ein ARDS, also eine diffuse alveoläre Schädigung. Die Kollegen aus der Intensivmedizin werden dieses Problem sicherlich in einer nächsten Vorlesung nochmal sehr genau beschreiben. Ich möchte es Ihnen hier nur kurz anreißen. Und zweitens, häufig damit einhergehend, weil auch durchaus verwandt, der sogenannte Zytokinsturm, den wir auch bei anderen Virusinfektionen, zum Beispiel der Influenza, durchaus kennen, der eben genau das ist, eine überschießende Immunantwort. Zunächst nochmal zum ARDS. Das ARDS, also Acute Respiratory Distress Syndrome, das ist also eine Problematik, die dann in der Regel zur intensivmedizinischen Überwachung und in der Regel dann oder häufig auch zur invasiven Beatmung nötig oder führt. Charakterisiert durch diese 4 Punkte, auftreten innerhalb einer Woche, das ist ganz typisch, beidseitige Infiltrate. Ich habe Ihnen gerade die Röntgenbilder mit diesen
ausgeprägten Infiltraten gezeigt. Es hat keinen kardialen oder hypovolemischen Grund, wobei hier natürlich die kardiale Beteiligung sicherlich eine Rolle spielt. Und es führt dann zu dieser ausgeprägten Oxygenierungsstörung. Und Sie sehen hier auf diesem Bild eine, Thrombose der Vene an dieser Stelle. Und Sie sehen also dieses mit Hyalin und vielen Entzündungszellen praktisch ausgekleidete Lungengewebe. Die Alveolen sind nicht mehr zu erkennen und es ist eigentlich alles gefüllt mit Hyalin, mit Exudation, mit Fibrin und auch mit Entzündungszellen. Sie können sich vorstellen, dass hier natürlich eine normale Oxygenierung nicht mehr möglich ist. Und das zweite Problem eben der Zytokinsturm, der ausgelöst wird in der Regel durch einen Befall, zum Beispiel im Fall der Influenza, des Lungenepithels durch das Virus selbst. Dadurch kommt es zur Überproduktion von Chemokinen, von Zytokinen, zur Anlockung von Entzündungszellen, gerade auch Makrophagen und T-Zellen, die dann dieses Entzündungsgeschehen aufrechterhalten und auch amplifizieren. Also ein sich selbst verstärkender, amplifizierender Prozess, der dann im Grunde eigentlich nichts weiter ist als diese Abwehrreaktion, diese Viral Response, die ich hier am Anfang gezeigt habe, die dann in der Spätphase der Erkrankung zu dieser dramatischen Verschlechterung führt und wahrscheinlich auch an vielen Stellen für den Tod des Patienten mitverantwortlich ist. Das wiederum gibt viele Ansatzpunkte für Therapien. Und diese Ansatzpunkte für Therapien habe ich Ihnen hier mal auch am Beispiel Influenza mitgebracht. Vieles davon, gerade die antiinflammatorischen Vorgehen, Corticosteroide, aber auch Antikörpertherapien werden derzeit in klinischen Studien erprobt. Ein Wort noch zur Epidemiologie. Sie können das hier, vielleicht können wir das Vollbild mal kurz einblenden und mich ausblenden. Sie sehen jetzt hier den Unterschied von zwei Begriffen, die für das Verständnis der Sterblichkeit, denn diese Prozesse, die ich gerade vorgestellt habe, die führen ja zum Sterben dieser Patienten, ganz häufig zum Tod dieser Patienten. Und das ist der Unterschied zwischen Case Fatality Rate und Infection Fatality Rate. Die Case Fatality Rate, die wird gemessen an der Zahl der Patienten, die stirbt, verglichen mit der bezogen auf die Zahl der Patienten, die Symptome zeigt. Und das ist natürlich bei Covid schwierig, wenn Sie über 80% der Patienten gar keine Symptome haben. Dann ist dieses Verhältnis natürlich sehr verschoben zu den wenigen Patienten, die dann symptomatisch werden und dem Anteil derer, die dann sterben. Wenn Sie die Infection Fatality Rate, die eigentlich die wirkliche Gefährlichkeit der Erkrankung besser zusammenfasst, wissen möchten, dann müssen Sie natürlich viel mehr Patienten testen, um wirklich zu wissen, wie viele erkrankt sind. Aber, und das ist das auf dem nächsten Bild abgebildete, wir sehen, dass es doch einen sehr klaren Zusammenhang gibt zwischen der Case Fatality Rate und dem Alter des Patienten. Das sind Daten aus Wuhan, wo man eben zeigen konnte, dass gerade in diesem Segment der älteren Patienten ab 65 aufwärts bis in die höheren Altersgruppen 70 aufwärts, 80 aufwärts, eben dann die Sterblichkeit doch erheblich zunimmt. Und das ist wahrscheinlich, wenn wir nochmal aufs Vollbild gehen, auch der Grund, warum wir diese Unterschiede in den Sterblichkeiten zwischen den Ländern sehen. Natürlich sind Länder, die dann eine sehr viel ältere Bevölkerung haben, anteilmäßig eine größere Case Fatality Rate als Länder, die eine jüngere Bevölkerung haben. Jetzt noch ein paar Punkte zur Therapie. Auch darüber wird noch an verschiedenen Stellen gesprochen werden. Im Grunde ergeben sich für diese Erkrankung eine ganze Reihe von Angriffspunkten für die Therapie. Dazu gehört sowohl die Aufnahme des Virus über den ACE-Rezeptor, ich hatte es gerade erwähnt. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass eine Blockade dieser Rezeptoren möglicherweise eine Aufnahme der Zellen von vornherein hemmt. Auch die Prozessierung der Zelle, des Virus in der Zelle durch Endosomen ist ein wichtiger Punkt. Und die Substanz Hydroxychloroquin, die ich Ihnen gleich noch kurz vorstellen will, spielt hier eine große Rolle, weil sie den pH-Wert in diesen Endosomen in vitro zumindest ändert. Dann gibt es natürlich Ansatzpunkte, wo das Virus direkt angegriffen wird, in der Regel die RNA-Polymerase. Aber es gibt auch
Protease-Inhibitoren, die ebenfalls für die Virusprozessierung notwendig sind, die Ansatzpunkte sind. So ein gegen das Virus gerichtetes Medikament ist diese berühmte Substanz Remdesivir, von der Sie sicher jetzt in den letzten Wochen schon einiges gehört haben. Es ist eine im Prinzip gegen das Ebola-Virus, aber auch gegen eine ganze andere Reihe anderer tropischer Viren erzeugte Substanz, ein Analogon des Adenosin. Und da wissen Sie, dass das für die Verlängerung der RNA-Kette, ein RNA-Virus, notwendig ist. Das heißt, wenn dieses Analogon eingebaut wird, dann kommt es zum Kettenabbruch. Die Anwendung bei Ebola war nicht erfolgreich, aber man setzt jetzt sehr große Hoffnungen auf dieses Medikament der Behandlung von schweren Verlaufsformen von SARS-CoV-2. Die Daten wird man erst in den nächsten 2 bis 3 Wochen etwa haben. Protease-Inhibitoren, Lopinavir, Ritonavir, das Caletra, eine der essentiellen Substanzen der WHO, seit vielen Jahren eingeführt in die Behandlung von HIV, hemmt die Protease des HIV-Virus. Die Hoffnung war, dass es auch eine Wirkung auf das SARS-CoV-2 hat. Leider muss man sagen, die ersten Studien, die hier, gezeigt worden sind, das ist also die allerersten Studien, zeigen aber eigentlich keinen Wert im Hinblick auf die Virusreplikation im Rachen und auch keinen signifikanten Unterschied bei der klinischen Verbesserung. Hydroxychloroquin zum Schluss noch, eine Substanz, die jetzt auch in aller Munde ist. Sie erinnern sich, dass der amerikanische Präsident diese Substanz bereits für einen Durchbruch gehalten hat und das auch so verkündet hat. Man muss sagen, weltweit wird die Substanz im Off-Label-Gebrauch mittlerweile an vielen Stellen eingesetzt. Es ist auch in China bereits zu einer Empfehlung des Einsatzes dieser Substanz gekommen. Die Daten sind allerdings relativ knapp. Wir kennen die Substanz aus der Malaria-Prophylaxe seit vielen Jahrzehnten und sie hat halt in vitro, insbesondere aufgrund der Veränderungen an den Endosomen, aber auch einiger anderer Wirkmechanismen möglicherweise einen hilfreichen Effekt. Es gab jetzt erste Publikationen, wobei die sehr vorsichtig zu bewerten sind. Es sind keine randomisierten Studien, die eben zeigen, dass die Gabe von 3x200 mg Hydroxychloroquin also zu einer Verbesserung der viralen Replikation führen und dass möglicherweise auch der klinische Verlauf der Patienten verbessert wird. Wir haben jetzt eine Studie aufgelegt, die im Grunde das Problem, was ich am Anfang beschrieben habe, aufgreift. Diese Studie wird heute initiiert. Also während wir hier sprechen, läuft die Initiierung dieser Studie und sie wählt einen etwas anderen Ansatz. Sie heißt Test and Treat. Sie wird hier in Tübingen und in Ulm stattfinden. Und was wir da machen wollen, ist, wir wollen Patienten, die also gerade erst krank geworden sind, die gerade erst Fieber möglicherweise entwickelt haben, die gerade erst einen Abstrich bekommen haben, identifizieren an den Abstrichstellen, in den Heimen und so weiter und wollen sie dann also sehr früh mit Hydroxychloroquin behandeln, um damit das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Der Endpunkt dieser Studie ist also nicht die Virusreplikation, sondern es ist die Verhinderung der stationären Aufnahme, was ja das Hauptproblem für das SARS-CoV-Virus ist. Wir werden im Gesundheitssystem in Deutschland weniger, aber in anderen Ländern ja sehr deutlich von diesen vielen hospitalisierten alten Patienten überrannt. Und diese Studie wendet sich also dagegen und versucht durch eine frühe Behandlung das zu verhindern. So viel im Schnelldurchgang, vielleicht die wichtigsten Punkte zum SARS-CoV-2. Wie gesagt, ich hatte Ihnen das Programm gezeigt, es gibt noch sehr viele zusätzliche Informationen, aber vielleicht jetzt so als Anfang und als Einstieg in die Thematik das erstmal von mir.
Ja. Wir haben in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Fragen bekommen, die wir versuchen so ein bisschen auch zu leiten über die nächsten Talks dann auch, weil wir tatsächlich zum Teil schon sehr spezifische Fragen bekommen haben. Und deswegen würde ich gerne erst mit einer allgemeinen Frage starten. Und die allgemeine Frage lautet... Ich würde gerne erstmal mit einer allgemeinen Frage nochmal starten. Interessanterweise haben unsere Studierenden schon sehr spezifische Fragen gestellt, aber wir wollen ja heute einen Auftakt dieses Themas machen und deswegen auch gerne eine Frage. Gibt es eine Idee, warum der Landkreis und damit natürlich auch das Zentrum hier doch vergleichsweise hohe Infektionsraten hat, auch zu anderen Universitätsklinika oder Umgebung oder Universitätsstädte, die zum Teil ja, wie jetzt beispielsweise Freiburg oder so, deutlich grenznäher sind? Gibt es da irgendeine Idee dazu? Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Ich denke, am Anfang waren die hohen Infektionsraten einfach der Tatsache geschuldet, dass wir auch sehr früh relativ viel getestet haben. Das ist ja immer dieses Verhältnis von Testung und Nachweis von Erkrankungen dann, tatsächlich Erkrankten, die auch stationär aufgenommen werden und dann auch Toten. Man muss sagen, unsere angrenzenden Landkreise, Böblingen und so weiter, auch Mössingen etc., die haben auch relativ hohe Raten gehabt. Wir haben das eigentlich am Anfang tatsächlich auf die Testung geschoben. Wir haben es auch darauf geschoben, dass wir natürlich als internationale Universitätsstadt doch eine hohe Zahl an Menschen haben, die einfach auch viel reisen. Wir haben natürlich viele junge Menschen. Am Anfang war es so, dass wir ja überwiegend Zurückkehrer aus Italien, aus der Schweiz, aus Österreich, die zum Skifahren waren und so weiter, als Patienten aufgenommen haben. Also ich glaube, am Anfang war es tatsächlich eine Mischung aus viele junge Reisende, Skifahrer und einer hohen Testrate, die dazu geführt hat. Wir hatten dann aber auch tatsächlich im weiteren Verlauf gehört, das Uniklinikum Tübingen mit den Kliniken in München, würde ich sagen, mit Freiburg, ein Stück weit auch mit Ulm, das ist etwas weniger, doch zu den Kliniken in Deutschland, die von den Uniklinika her mit das höchste Patientenaufkommen haben. Und auch immer noch haben wir noch eine ganze Reihe beatmeter Patienten auf der Intensivstation. Ja, und noch eine Frage, die gerade so die letzten Wochen vielleicht nochmal reflektiert. Was waren so aus deiner Sicht die wichtigsten Erfahrungen jetzt, die du in deiner Funktion auch als Taskforce-Chef machtest in der interdisziplinären Zusammenarbeit, aber natürlich auch für dein Fach im Besonderen? Ja, also erstmal muss ich sagen, war es natürlich, wenn man vielleicht bei der klinisch-wissenschaftlichen Seite anfängt, ist es natürlich wahnsinnig interessant einfach auch gewesen, eine neue Erkrankung im Grunde sowohl klinisch als auch wissenschaftlich. Wir haben ja parallel zu unseren klinischen Aktivitäten Datenbanken angelegt, wir haben Biobanken angelegt, wir haben eine Vielzahl von Projekten, nicht nur aus meiner Abteilung, sondern auch aus anderen Abteilungen als Projekte vorgeschlagen bekommen. Vieles davon läuft im Moment noch. Wir haben große klinische Studien gestartet, gerade auch hier in Tübingen, die ich vorgestellt habe, aber auch andere Studien werden weitere Studien starten. Also es ist, glaube ich, eine einmalige klinisch-wissenschaftliche Aufgabe gewesen. Von der Seite, sage ich mal, Management und auch Organisation, dass man so ein Großklinikum im Prinzip in wenigen Tagen oder Wochen vom Normalbetrieb auf so einen Notfallbetrieb umstellt. Das erfordert natürlich, dass alle wirklich committed sind, mitmachen und das auch unterstützen wollen. Und das habe ich eigentlich überall in ungeheurer Form gespürt, dass also wirklich jeder in seiner Funktion und mit seinen Möglichkeiten Hilfe angeboten hat. Wir haben unendlich viele Hilfeangebote bekommen, auch die Studierenden, die jetzt hier zukommen. Da war ich enorm beeindruckt, wie die tatsächlich sofort alles mobilisiert haben, auch aus sich selbst heraus, Jobbörsen und so weiter. Das hat uns irre geholfen in der Taskforce. Wir haben ja sehr, sehr viele Studenten auch eingesetzt. Und ich war natürlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch als Chef der Med1, sag ich mal, war ich auch von meinen eigenen Mitarbeitern beeindruckt, wie da also ja teilweise auch sehr junge Ärzte, die ja nicht viel älter sind als die jetzt hier zuschauen, dann auf einmal in die größte Herausforderung ihrer bisherigen Laufbahn geworfen wurden und teilweise Tag und Nacht da um diese Patienten gekämpft haben, wie wir das alle gemacht haben. Also das hat mich sehr bewegt und auch stolz gemacht, ja.
Ja, ich würde jetzt anfangen, einige Fragen, die die Studierenden oder auch Kollegen, wir wissen ja nicht genau, wer sich hinter diesen Fragen dann auch versteckt, gestellt haben. Eine der ersten Fragen war, wenn die Immunantwort der entscheidende Faktor ist, haben dann Menschen mit allergischem Asthma einen schwereren oder einen besonders schweren Verlauf? Gibt es dazu schon irgendwelche Erkenntnisse? Also das kann man so, denke ich, noch nicht sagen. Leider muss man ja im Moment sagen, obwohl wir viele Daten mittlerweile sammeln, sind viele Fragen auch noch nicht abschließend zu beantworten. Es ist nicht so, dass Immunsupprimierte zum Beispiel grundsätzlich einen schwereren oder leichteren Verlauf haben. Wir sehen bei einigen Immunsupprimierten, dass das Virus nicht wirklich geklärt wird. Wir haben Patienten mit chronischen Leukämien zum Beispiel, die über Wochen mittlerweile positiv sind, die das Virus nicht loswerden. Wahrscheinlich, weil man eben doch eine T-Zell-Funktion zum Beispiel dafür braucht. Wir wissen aus anderen Erkrankungen, aus der Influenza ist das ja viel länger bekannt, dass Menschen, die bestimmte Polymorphismen in Genen haben, die für Zytokine zum Beispiel kodieren, dass die auf eine Influenza-Infektion sehr viel heftiger reagieren. Aber ob das jetzt einen direkten Zusammenhang mit allergischen Erkrankungen gibt, da können wir noch nichts Abschließendes dazu sagen. Direkt im Anschluss dazu kam eine Frage, woran erkennt man einen Zytokinsturm? Ja, das ist etwas, was natürlich in erster Linie auch also unter anderem klinisch zu werten ist. Sie sehen es aber auch an Veränderungen in den Blutwerten. Sie sehen es zum Beispiel am Ferritin. Sie sehen es auch am IL-6. Wir haben bei vielen Patienten von vornherein Interleukin-6-Spiegel bestimmt. Die sind teilweise bei diesen Patienten sehr, sehr hoch, was dann auch mittlerweile in Studien dazu führt, dass man eben Antikörper einsetzt, die das IL-6 binden. Das Tocilizumab ist so eine Substanz, um dann eben hier therapeutisch einzugreifen. Also es ist eine Kombination aus der klinischen Verschlechterung und auch den Laborwerten. Dann lautete eine andere Frage, welche Diagnostik sollte bei nicht hospitalisierten Patienten erfolgen? Also bei nicht hospitalisierten Patienten ist man ja letztlich auf die Anamnese, auf die körperliche Untersuchung häufig angewiesen. Sie werden Patienten natürlich auskultieren, sie werden die Atemfrequenz messen. Viele unserer Kollegen haben natürlich auch Pulsoximetriegeräte, die jetzt mobil sind. Und es gibt natürlich auch im ambulanten Bereich die Möglichkeit, Röntgendiagnostik zu machen. Das sind vielleicht mit einer initialen Blutuntersuchung das, was wir dort tun sollten und können. Und für viele dieser Patienten reicht das ja auch, beziehungsweise ist auch schon vielleicht zu viel, weil gerade die jüngeren Patienten eigentlich so eine relativ milde Symptomatik haben, ein Fieber haben für 2-3 Tage und sich dann wieder erholen. Und dann würde man also auf weitergehende apparative Untersuchungen auch ganz verzichten können, auch Laboruntersuchungen verzichten können. Wenn die dann ins Klinikum kommen, ändert sich die Situation natürlich dramatisch. Und da werden natürlich dann Bildgebungsverfahren regelhaft und auch in Serie eingesetzt. Wir haben also auf den Stationen eigentlich permanent auch Teams aus der Radiologie gehabt, die eigentlich ununterbrochen bei uns auch Bildgebung auf Stationen gemacht haben. Um gerade beim Thema Bildgebung dran zu bleiben, war eine Frage, ist ein Röntgenthorax zur Einschätzung der pulmonalen Beteiligung ausreichend oder braucht es ein CT? Also das ist eine auch sehr wichtige Frage. Wir machen initial eigentlich immer eine Röntgen-Thorax-Untersuchung. Man muss aber sagen, es gibt Kliniken, die, und wir haben es dann als so vor etwa 3 Wochen die Situation wirklich abzuheben drohte, also wo wir über vielleicht 4-5 Tage, das war ein sehr, sehr fulminantes Wochenende, was wir dann hatten, haben wir darüber nachgedacht, ob wir nicht auch die Computertomographie-Diagnostik sehr viel intensiver einsetzen. Da haben wir über mobile Computertomographie-Geräte nachgedacht, die wir dann also im Eingangsbereich der medizinischen Klinik positioniert hätten, in entsprechendem Raum, um dann dort rasch eine Computertomographie zu machen, weil die Computertomographie hat einen großen Vorteil. Wir sehen, wenn diese Patienten mit einer schweren Lungenbeteiligung kommen, häufig im Rachenabstrich gar kein Virus mehr. Das Virus ist dann nicht mehr nachweisbar. Wahrscheinlich sind die Zellen im Rachen, in denen das initial repliziert hat, gar nicht mehr da. Es sucht sich dann neue Wirtszellen, rutscht sozusagen in die Lunge runter oder wandert in die Lunge runter.
und macht dann diese Veränderungen, die ich ja auch gerade in dem Vortrag gezeigt habe, im CT-Bild, die ganz, meiner Meinung nach, ganz typisch sind. Man sieht das auch im Röntgenbild, aber wenn Sie eine ganz rasche Ersteinschätzung brauchen, ich weiß, die Kliniken in Frankreich, in Straßburg und so weiter, die ja tatsächlich teilweise katastrophale Triage-Situationen hatten, haben also die Computertomographie eingesetzt und haben damit teilweise auch den Virustest ersetzt. Patienten sofort in die Computertomographie, klassische Symptome, Covid-Patient und weiter Behandlung. Ja. Dann nochmal eine Frage an den Internisten. Und zwar die Frage war auch hinsichtlich ACE-Hämmer, ob es unterdessen sowas wie Kontraindikationen gibt, wurde von Studierenden gefragt. Also in der Frühphase der Erkrankung war es so, dass diese Geschichte mit den ACE-Hämmern sehr heftig oder sehr intensiv, heftig, aber intensiv diskutiert wurde, weil man weiß, wenn man ACE-Hämmer gibt, dann steigt die Expression der ACE-Rezeptoren auf den Zellen wiederum an, in der Lunge auch. Und man befürchtet dann, dass man sozusagen eigentlich das praktisch die Virus-Eintrittspforten damit nochmal vermehrt. Das hat man doch mittlerweile ziemlich relativiert und hat auch gerade gesagt, aufgrund dieser Herzbeteiligung sollte man bei einer bestehenden ACE-Hämmer-Medikation, die eigentlich, wenn in der Herzinsuffizienz dadurch gut eingestellt und therapiert ist, eigentlich gar nicht verändern. Also da sind wir ein bisschen von der initialen Einschätzung abgewichen. Neu ansetzen würden wir sie wahrscheinlich in dieser Situation nicht. Nochmal einen Sprung zurück zur Lungenfunktion. Gibt es schon Hinweise, dass die Lungenfunktion sich nach einer Genesung vollständig erholt? Also wir wissen ja aus der, das ARDS ist ja jetzt keine Folge nur der Covid-Infektion, sondern das ist ja etwas, was Sie bei ganz vielen teilweise unspezifischen Lungenschädigungen auch sehen können. Und da wissen wir, dass bei jüngeren Patienten in der Regel doch eigentlich gut ausgeht. Bei diesen älteren Patienten und bei längeren Beatmungszeiten kommt natürlich dazu, dass die Lunge insgesamt, auch wenn die Lungen schon beatmet werden, dann natürlich trotzdem eine Schädigung haben. Ich würde sagen, bei den jungen Patienten wäre ich ziemlich optimistisch, dass das also folgenlos abheilt. Bei den älteren Patienten bin ich da nicht so sicher, ob das tatsächlich folgenlos bleiben wird, bei der Schwere der Erkrankung. Ja, ich darf nochmal zurückkommen auf die Situation auch hier im Land und insbesondere auch bei uns in Tübingen. Heute Morgen war im Tagblatt zu lesen, dass unser Oberbürgermeister auch nachdenkt, die Maskenpflicht hier für Bürger in öffentlichen Räumen zumindest einzusetzen. Was hältst du davon? Also ich halte das für eine gute Maßnahme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass die Maskenpflicht uns helfen wird. Sie schützt den anderen vor uns. Wenn viele die tragen, sind wir selbst auch geschützt. In den Bereichen, in denen wir keine Abstandsregelungen in dem Umfang einhalten können, sollten wir es machen. Wir werden es auch hier im Klinikum verpflichtend weitermachen. Alle bei uns tragen ja schon Masken. Wir werden, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen auch dann doch wieder anfangen, mehr Patienten zu behandeln, auch für alle Patienten eine Maskenpflicht einführen. Sie hat einen Schutzwert und sie hat natürlich auch einen psychologischen Wert. Das muss man ganz klar sagen. Sie gibt uns schon irgendwie das Gefühl, dass wir etwas auch beeinflussen können bei einer Erkrankung, die normalerweise unsichtbar ist und uns einfach befällt. Und ich glaube, auch aus dem Grund ist es nicht schlecht. Also ich denke, dass die Maskenpflicht oder zumindest das sehr starke Anraten zum Tragen einer Maske eine richtige Maßnahme ist. Die vorletzte Frage, die ich gerne stellen würde, weist eigentlich schon auf unseren nächsten Termin nächste Woche hin. Hier hatten nämlich jetzt Kommilitonen gefragt, wie früh kann ein Test das Virus erkennen? Vielleicht erstmal deine Einschätzung und nächste Woche vielleicht an der Stelle, darf ich schon anmoderieren, werden wir dann Professor Iffner, den Chef der Virologie, auch sicher zu diesem Thema und zu weiteren Themen der Diagnostik und der Verlaufskontrolle hören. Also man muss damit rechnen, dass man so etwa 2 bis 3 Tage nach dem Kontakt wahrscheinlich das erste Mal eine Chance hat, wirklich das Virus nachzuweisen. Die Inkubationszeit ist ja wahrscheinlich so um die 4 Tage. Dann wird man es sicher zeigen können. Aber wir hatten auch bei unseren Patienten, wo wir also wussten, dass jemand, der positiv war, dann aus dem Urlaub zurückgekommen ist, dann mit einer zweiten Person das erste Mal Kontakt hatte und wir dann diese zweite Person wiederum
das war in ganz frühen Phasen dieser ganzen Erkrankung dann stationär aufgenommen haben. Wir haben ja die ersten Patienten als Kontaktpersonen stationär aufgenommen. Das ist ja heute undenkbar, wenn man sich überlegt, dass wir in Deutschland 130.000 Infizierte haben oder so, können wir nicht alle stationär aufnehmen. Und da wussten wir also relativ genau, wann der Kontakt war. Dann haben wir Abstriche gemacht und da haben wir so nach 2-3 Tagen das erste Mal das Virus gefunden. Und ich glaube, so ist auch wahrscheinlich der Mittelwert in etwa. Nach 4 müsste man es auf jeden Fall nachweisen können eigentlich. Ja. Ja, und wir sind ja auch mit diesem Format am Experimentieren. Ein neues Format und deswegen für Medizinstudierende nicht ganz unvertraut eine Multiple-Choice-Frage zum Abschluss. Auf was freust du dich am Ende hoffentlich mal dieser Covid-Zeit, wo wir, glaube ich, heute zu früh dran sind, die zu schon zu erwarten? Und ein Medizinstudierender weiß natürlich, dass es hier immer verschiedene Antwortmöglichkeiten gibt. Und die Antwortmöglichkeit A wäre Besuch bei deinem Friseur. In dem Fall nicht bei der Ehefrau, sondern bei deinem Friseur. Jeder, der Just Social hat, weiß, warum diese Frage jetzt auftaucht. Die zweite Frage oder die zweite Antwortmöglichkeit auf ein freies Wochenende. Die dritte, ein Essen bei meinem Lieblingsitaliener. Und die vierte wäre Sonstiges. Ja, also ich muss sagen, Multiple Choice ist ja jetzt echt schon lange her. Also irgendwie, meine Standardantwort ist ja immer, wenn das alles vorbei ist, erstmal ein paar schöne, ruhige Tage zu Hause, aber davon haben ja jetzt die meisten genug. Der Friseur, der ist für mich passé nach dieser Aktion. Ich glaube, da kann ich nie wieder hin. Ein freies Wochenende wäre schön. Wir hatten jetzt wenige, aber die ganze Klinik hatte wenige. Das war teilweise sehr intensiv. Und bei meinem, ja, also ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, ich würde jetzt wirklich gern mal essen gehen, aber das wird ja auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ich glaube auch, dass tatsächlich, bis wir die Restaurants wieder eröffnen können, es noch einige Zeit dauern wird. Und sonstiges, ja, es gibt noch eine ganze Reihe Sachen. Ich versuche nicht an die Zeit danach zu denken, ganz ehrlich, ja. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber ich versuche mir meine Grundspannung so zu erhalten und nicht irgendwie dann darüber nachzudenken, was dann irgendwie alles sein könnte. Wir sind einfach noch nicht durch diese Geschichte durch. Das wird uns noch begleiten und wir können auch, glaube ich, noch nicht absehen, wie es jetzt in diesem Jahr weitergeht. Also ich glaube, es ist noch zu früh für Entspannung oder die Zeit danach oder irgendwie sowas, ja. Ja, nochmal ein herzliches Dankeschön an den tollen Vortrag, die Einführung ins Thema und natürlich auch für deinen Einsatz in den letzten Wochen hier fürs Klinikum, aber jetzt auch für die Fakultät. Und an der Stelle nochmal freue ich mich, dass es hoffentlich geklappt hat, der Stream in die Studierendenwelt, sage ich jetzt mal. Wir werden auch die Möglichkeit schaffen, dass diese heutige Vorlesung und auch der Lunchtalk dann in einer Mediathek abrufbar sein wird. Einige Kollegen auch aus den operativen Disziplinen haben sich heute schon gemeldet und haben gesagt, sie würden gerne eigentlich diese Vorlesung auch selber miterleben. Und denen können wir jetzt gleich eine Mail schicken, dass sie ab heute Nachmittag, heute Abend dann letztendlich den Abruf in der Mediathek über die Sectio Chirurgica Mediathek sozusagen schaffen. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich für die Beteiligung auch der Studierenden. Wir nehmen eine ganze Reihe von Fragen, die wir jetzt heute noch nicht gestellt haben, mit in die nächsten Vorlesungen und Lunchtalks, weil die dann auch wieder zum Teil sehr spezifisch, und das ist gut so für die Expertinnen und Experten, die wir dann in dem Rahmen hören werden, die ideale Möglichkeit ist dann, ihr Fachgebiet dementsprechend dann auch zu positionieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen und wünsche Ihnen und uns allen Glück auf. Danke.